Einen wunderschönen guten Abend heute aus dem leider leicht verregneten, was ist das? England, glaube ich, oder? Es riecht ein bisschen nach faulen Handelsdeals und verbrannten Fish and Chips. Entschuldigung! Okay, nein, wir sind nicht in England. Ich bin ganz pandemiekonform in meinem Wohnzimmer vor einem Greenscreen. Und viele Leute haben mich gefragt, wie man denn ein Greenscreen am besten bearbeitet. Also so, dass man die besten Ergebnisse rausbekommt. Und einerseits ist das eine total berechtigte Frage. Andererseits, finde ich, setzt sie eigentlich ein bisschen zu weit hinten an. Denn wenn man alle vorherigen Schritte, also vor der Bearbeitung, richtig macht, dann ist die eigentliche Arbeit in der Software hinterher nur noch ein Kinderspiel. Deshalb gibt es heute einen großen, umfassenden, unterhaltsamen Crashkurs zum Thema Greenscreen und eben auch, wie man ihn optimal vorbereitet, damit ihr nicht einfach so ins Blaue reindreht. Beziehungsweise ins Grüne. Oder doch besser ins Blaue? Hi, mein Name ist Andy, ich bin Filmemacher, Fotograf und ich hoffe, ich habe jetzt gerade im Intro keine Engländer beleidigt. Das war nicht meine Absicht. Ich bin im Gegenteil eigentlich großer England-Freund. Ich habe vor Jahren mal 2 mehrwöchige Trips durchs UK gemacht. Tolle Menschen, tolles Land. Nur der Premier ist gerade ein bisschen, ne? Ich sollte, glaube ich, Politik aus meinen Videos raushalten, oder? Wäre das nicht mal was? Politische Filmmaking-Videos? Ich glaube, das wäre einzigartig auf YouTube. Wählt mich, dann gibt's staatliche Subventionen auf Foto- und Filmequipment. Okay, Greenscreen. What is that? Für alle absoluten Anfänger ganz kurz. Greenscreen, beziehungsweise die damit verbundene filmische Technik, das Chroma Keying, ist das Entfernen eines bestimmten Farbwertes aus dem Bild. Der wird dann einfach transparent gemacht. Auf die Weise kann man Personen, Objekte vor dem Hintergrund freistellen, indem zum Beispiel das Grün, das hinter mir ist, einfach komplett transparent gemacht wird im Bild. Das kann man einsetzen, ja, für Spezialeffekte, da wird es im Kino seit Jahrzehnten eigentlich genutzt. Das ist eine relativ alte filmische Technik und neuerdings ist es sogar so weit, dass eigentlich viele Filme aus quasi nichts anderem als Greenscreen-Sets mehr bestehen. Aber auch viele YouTuber nutzen Greenscreens, zum Beispiel Streamer, Gamer gerade, um sich selbst freizustellen und nur sich als Person zu haben und in den Vordergrund vor ihren Gaming-Stream zu setzen. Technisch gesehen kann man jede Farbe aus dem Bild ausstanzen. Man sagt einfach der Software oder auch einer Hardware, nimm diese Farbe, nimm dieses Grün hinter mir und mach's transparent. Das geht auch mit allen anderen Farben, ich könnte das Ganze auch meiner Hautfarbe sagen. Es sieht dann allerdings ein bisschen kacke aus. Warum nimmt man traditionell Grün oder Blau als Greenscreen? Ganz einfach. Auf dem Farbspektrum sind Grün und Blau von unserer Haut, von der Hautfarbe, am weitesten entfernt. Wenn wir also diese Farben ausstanzen, gibt es tendenziell die geringsten Interferenzen mit der Haut und den Bereichen des Bildes, also dem Menschen, den man ja fehlerfrei abbilden möchte. Technisch gesehen ist das Freistellen von Farben, also eben der sogenannte Chroma Key, keine große Sache mehr. Die allermeisten Schnittprogramme können das und auch ja, hardware-seitig braucht man eigentlich nicht viel. Zum Beispiel ein Stück Stoff, so wie ich es jetzt gerade hinter mir habe, aufgespannt, auf dem Stativ, noch im Stativ, Teleskopstange oben drüber und fertig. Das gibt es auch günstig so als fertiges Set zu kaufen. Eine Alternative wären zum Beispiel Fototapeten, die man hinter sich abrollt. Aus Papier bringt den Vorteil mit sich, dass sie schon schön glatt sind. Oder eine andere Möglichkeit, hier wären solche Falthintergründe, die man aufspannt. Ja, das will, den kriege ich nie wieder auseinander. Der hat konstruktionsseitig natürlich einen Vorteil, dass eben der Stoff aufgespannt wird und deswegen keine Falten wirft. Denn Falten sind eine wichtige Sache. Falten sind euer größter Feind beim Chroma Keying. Hierbei nicht. Wie gesagt, der ist unter Spannung. Bei der Fototapete selbst auch nicht unbedingt. Die ist aus Papier. Aber die günstigste Möglichkeit und die, die wahrscheinlich die meisten nutzen werden, ist eben ein Stoff. Und ja, Stoff wirft aus den verschiedensten Gründen Falten, weil er zu lange krumpelig gelagert war oder weil er irgendwie schlabberig aufgehängt ist. Und die allerwichtigste Sache, um einen sauberen Chroma Key zu erreichen, ist Spannung. Spannung, so. Wie kriege ich das Ding jetzt weg? Scheiße. Man kann die nicht alleine zusammenfalten. Es geht wirklich nicht. Es geht nur zu zweit. Ich habe es so oft versucht. Scheiße. Dieser Raum ist zu klein. Dammit. Naja. Muss halten. Wenn es umfällt, wundert euch nicht. Mit Spannung meine ich keine aufregende Spannung, sondern spannende Spannung. Die Software soll beim Chroma Keying ja einen bestimmten Farbwert aus dem Bild entfernen. Das funktioniert umso besser, je sauberer, je einheitlicher dieser Farbwert im Bild vorhanden ist. Falten werfen Schatten. Schatten haben Helligkeitsunterschiede, das heißt, um die sauber rauszukriegen, müsst ihr ein größeres Spektrum an Farbe freistellen und das erhöht dann die Gefahr, dass eben auch hier und da mal ein Farbwert rausgekeyt wird, den ihr eigentlich gar nicht raushaben wollt und euer Chroma Key somit unsauber wird.
Bei der Arbeit mit Stoff ist deswegen das Wichtigste, nehmt euch Klammern, nehmt euch Klebeband, es ist vollkommen egal, und spannt den Stoff richtig fest um eure Stative herum, sodass er sich zieht. Zieht die Falten raus. Das ist das effektivste Mittel, um Falten zu vermeiden und die Ausleuchtung des Greenscreens zu vereinfachen. Denn das ist die wichtigste Sache Nummer 2. Also quasi die zweitwichtigste Sache. So drückt man das aus. Was ich häufiger sehe und was ich früher auch selbst so gemacht habe, ist ein Greenscreen aufgehängt und dann eben das Licht aufgestellt, die Person ausgeleuchtet und fertig. Das Ergebnis sah dann ja manchmal ungefähr so aus. Okay, der Effekt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil der Raum hier komplett abgedunkelt ist, aber ihr versteht, was ich meine. Der Greenscreen selbst ist komplett dunkel oder wird maximal von dem Licht, das auf die Person gerichtet ist, erhellt. Und das ist einer der Hauptgründe, die zu schlechten Key, also zu schlechten Softwareergebnissen führen, weil die Farben überhaupt nicht kräftig genug für die Software ersichtlich sind, weil die Trennung des Grüns vom Hintergrund zu irgendwelchen dunklen Farbtönen, die wir vielleicht in der Kleidung oder in den Haaren haben, überhaupt nicht deutlich genug ersichtlich ist. Deswegen müssen wir, wenn wir von der Ausleuchtung bei Greenscreen reden, nicht nur die Personen ausleuchten, sondern noch viel wichtiger eigentlich, den Greenscreen selbst ausleuchten, und zwar separat. Im Grunde genommen funktioniert es auch ganz einfach. Je nach Größe des Greenscreens empfehlen sich links und rechts eine große Lampe, eine große weiche Lichtquelle, also eine Softbox idealerweise, denn hartes Licht würde ja wieder Schatten werfen auf die Falten, die wir gegebenenfalls noch im Tuch haben, wollen wir nicht. Deswegen eine weiche Lichtquelle nehmen, um möglichst gleichmäßig den Greenscreen auszuleuchten. Das Schöne ist, man muss da jetzt nicht besonders viel Geld ausgeben. Es eignen sich eigentlich die allerbilligsten Lampen überhaupt. Ich selbst habe auch mal geschaut bei uns in der Produktion, die billigsten alten Softboxen genommen, die ich irgendwie gefunden habe. Da sind nur so Glühbirnen irgendwie drin, auf ein Tuch gespannt, links und eben rechts aufgestellt, ragen auch hier leicht ins Bild rein, aber das macht gar nichts. Hauptsache, sie lassen den eigentlichen Greenscreen im Hintergrund von mir frei, dass es also keine Kollision irgendwie mit mir oder meinen Bewegungen gäbe. Und wenn der Greenscreen selbst hell ausgeleuchtet ist, dann ist das eigentlich auch eben schon die halbe Miete. Denn danach kann ich mit der Person im Vordergrund weitestgehend machen, was ich will. Solange ich genug Abstand einhalte. Denn das ist auch so eine Sache, was wir natürlich auf keinen Fall wollen. Wenn wir uns schon die Mühe machen, die ganzen Falten rauszuholen, um da keine Schatten im Tuch zu werfen, dann hinzugehen und selbst Schatten von der Person ins Bild zu kriegen. Das würden wir machen, wenn der Greenscreen nicht selbst ausgeleuchtet wäre, sondern die einzige Lichtquelle auf dem Greenscreen die wäre, die eigentlich für die Person gedacht ist. Deswegen nehmt euch Lampen, leuchtet den Greenscreen aus. Wenn ihr den Platz habt, nehmt ein bisschen, ja oder besser gesagt, nehmt so viel Abstand, wie es möglich ist. Platziert eure Person davor und jetzt seid ihr in der Lage, die eigentlich mehr oder weniger unabhängig von eurem Hintergrund auszuleuchten. Ich zeig's euch. Boom! Okay, jetzt bin ich ziemlich dunkel. Ich habe, weil ich für das Intro ja eine Nachtszene leuchten wollte, den Raum hier komplett abgedunkelt, also alle Rollos runtergemacht und eben mich so weit vorne hingestellt, dass die Lampen im Hintergrund mich eigentlich nicht so sehr treffen. Also ein bisschen schon, das merkt man ganz einfach, weil das ist hier kein Studio, das ist ein normaler Wohnraum. Ich habe weiße Decke, ich habe weiße Wände, die reflektieren ein Stück weit natürlich das Licht, deswegen bin ich jetzt nicht komplett schwarz. Das könnte man theoretisch erreichen, indem man zum Beispiel jetzt wirklich, wenn man es ernst meint, noch mit schwarzem Stoff, das irgendwie alles abhängt und die Reflexionsflächen für das Licht so gering wie möglich hält. So, aber ihr merkt auch, ich bin eigentlich total frei, mich auszuleuchten. Ich könnte mich jetzt sehr hell oder eben eher kontrastreich für eine Nachtsituation ausleuchten. Und solange ich genug Abstand nach hinten halte, würde auch so ein Key wie hier gut funktionieren. Denn wenn ich mich jetzt freistelle, ja, dann bin ich natürlich immer noch genauso dunkel. Aber der Key rund um mich herum, der Chroma-Key, der ist sauber. Denn der eigentliche Greenscreen, der ist zu jeder Zeit für die Software gut zu erkennen. Ein weiterer Vorteil von möglichst viel Abstand zum Hintergrund ist natürlich auch, dass je nach Kamera und je nach Objektiv, das Bokeh den Hintergrund ein Stück weit mehr glättet, mehr flach bügelt und alle Ungereimtheiten, alle Faltenschatten, die vielleicht noch im Teil vorhanden wären, ja nochmal ein Stück entschärft werden. Ich rede ja jetzt die ganze Zeit vom Greenscreen. Was ist denn nur eigentlich mit dem guten alten Bluescreen? Kann man den nicht genauso verwenden? Kurze Antwort, ja. Bisschen längere Antwort, ja, aber nehmt grün. Und die lange Antwort, ja, bis vor ungefähr 20 Jahren war Blau eigentlich sogar ziemlich gängig, wird heutzutage aber immer seltener eingesetzt. Und das hat zwei Gründe. Der erste ist eigentlich relativ offensichtlich. Blau ist im Vergleich zu Grün die dunklere Farbe. Es schluckt mehr Licht. Das heißt, wenn ich einen blauen Hintergrund hinter mich bringe und den möglichst hell ausleuchten möchte, dann brauche ich tendenziell ein bisschen mehr Licht, ein bisschen stärkere Lampen. Und ich muss das Blau hell machen, denn als dunklere Farbe läuft es ansonsten Gefahr, eher mit den ja dunkleren Farbtönen der Kleidung, die man eben oft hat, zu kollidieren und keinen so sauberen Key zu ermöglichen.
Der zweite Grund, der ist ein bisschen technischer, ich halte es aber ganz knapp. Ein Kamerasensor besteht ja aus vielen Millionen Bildpunkten und diese Bildpunkte, die bestehen quasi aus so kleinen Subpixeln. Also rot, grün, blau ergibt quasi zusammen einen Bildpunkt. Und es ist so, unser menschliches Auge erkennt vom Farbspektrum grün besser als andere Farben. Deswegen hat man digitale Kamerasensoren so gebaut, dass auf jeden Pixel, Sensor nennt man es eigentlich, quasi die vier Subpixel rot, blau, grün und grün vorkommen. Zweimal grün, auf einmal rot und blau. Heißt, digitale Sensoren können grüne Farben doppelt so gut auflösen wie die anderen beiden Farben, doppelt so gut sehen, könnte man sagen, und haben deswegen einfach einen technischen Vorteil, sauberer grün auszustanzen gegenüber anderen Farben. Es gibt aber trotzdem einen Punkt, der gegen die Verwendung eines Greenscreens sprechen könnte. Den werde ich jetzt möglicherweise gar nicht so leicht reproduzieren können, weil ich mir ein bisschen Mühe mit dem Setup gegeben habe. Weil grün eine hellere Farbe ist, reflektiert es ja eben auch mehr Licht. Also es ist nicht nur heller für die Kamera, es gibt auch wiederum Licht ab. Es gibt tendenziell grünes Licht ab, ne? Das Licht reflektiert ja auf einer grünen Fläche. Und wenn ich jetzt näher vor dem Hintergrund bin, dann kann ich Gefahr laufen, quasi meine Kanten irgendwie mit so einem grünen Schimmer angeleuchtet zu bekommen. Das sieht man gerade dann, wenn eben nicht genug Abstand zum Hintergrund eingehalten wurde, wenn sehr viel Licht eingesetzt wird und gleichzeitig die Personen eher dunkel sind, dass sich dann so fiese grüne Schimmer an den Kontrastkanten bilden können. Software ist mittlerweile ziemlich gut darin geworden, sowas rauszufiltern und wie gesagt, mit Abstand ist es in der Regel auch kein Problem. Aber diese Gefahr, die besteht beim Greenscreen deutlich eher als beim Bluescreen. Okay, damit haben wir eigentlich auch schon das Wichtigste besprochen, was irgendwie die Aufnahmesituation und ja, die Handhabung der ganzen Technik betrifft. Eine Sache ist mir noch wichtig, die würde ich gerne ansprechen, denn für die Illusion eines guten Bildes ist es vielleicht sogar der wichtigste Punkt überhaupt. Wenn ihr realistische Compositings anstrebt, also zum Beispiel für einen Kurzfilm oder sowas, eine Person vor einen ja, realistischen Hintergrund bringen wollt, dass es so aussieht, als würde sie wirklich in dieser Situation sein, dann ist das Allerwichtigste, dafür zu sorgen, dass die Ausleuchtung eurer Person so gut wie möglich zur Lichtsituation des Hintergrunds passt. Das ist nicht einfach. Also in 9 von 10 Fällen, wo man in einem Kinofilm schlechte Greenscreen-Effekte sieht, dann liegt es nicht daran, dass die irgendwie unsauber ausgeführt wurden, sondern dass die Lichtsituation der Person, der Protagonisten, irgendwie nicht synchron zum Hintergrund passt. Und das ist zugegeben wirklich nicht einfach zu erreichen. Deswegen ja, sollte man sich behelfen und versuchen, die Aufnahmesituation so gut wie möglich an das anzupassen, was hinterher rauskommen soll. In meinem Fall, jetzt für das Intro, habe ich ja so eine Nachtszene nachgestellt. Deswegen habe ich hier alles dunkel gemacht. Würde irgendwie Tageslicht durchs Fenster reinkommen, hätte ich das niemals so kontrastreich hinbekommen. Umgekehrt, wenn ich ja vielleicht irgendwie eine helle Tageslichtsituation im Hintergrund habe, meine Person soll also ähnlich aussehen, dann nehmt das vielleicht gar nicht im Innenraum auf, denn schönes, helles Tageslicht ist mit künstlichen Methoden relativ schwer nachzustellen. Ihr könntet dabei hingehen und zum Beispiel den Greenscreen einfach rausstellen an einem bewölkten Tag, dann ist der Hintergrund auch schon schön flach und gleichmäßig ausgeleuchtet, eure Person auch, und wenn euer Hintergrundbild ebenfalls irgendwie an einem bewölkten Tag spielt, dann ist die Illusion deutlich einfacher zu erreichen. Das als ja wirklich wichtiger Tipp. Ich meine, wenn ihr irgendwie euch einfach nur freistellen wollt und vor einem Gaming-Stream oder sowas einfügt, dann ist das total Bumse. Aber für, ja, nochmal, realistische Compositings ist die Arbeit an der eigentlichen Lichtsituation das überhaupt Wichtigste, was ihr bei der Arbeit mit Chroma Keys beachten müsst. Gut. Wenn wir also die Aufnahme im Kasten haben, wenn wir alles hier perfekt bearbeitet haben oder eben so gut, wie es unsere Möglichkeiten hergeben, dann geht's in die Software zur Bearbeitung. Und tatsächlich, der Teil ist eigentlich total simpel. So, wir sind in der Software. In meinem Fall DaVinci Resolve, mein Programm der Wahl. Aber es ist eigentlich egal, welches Programm ihr benutzt, denn YouTube ist voll von Tutorials speziell fürs Chroma Keying, für so ziemlich jedes erdenkliche Schnittprogramm. Also wenn euch dieser Teil nicht hilft, dann sucht einfach mal nach einem Tutorial für euer entsprechendes Programm. Das heißt hier und da ein bisschen anders. Premiere Pro nutzt den Ultra Keyer. Bei After Effects ist es Key Light, meiner Meinung nach einer der besten Keyer. Und hier in DaVinci Resolve haben wir mehrere Möglichkeiten vorzugehen. Ich habe häufig den Weg gesehen, dass Leute über den Color-Bereich gehen, mit einem Qualifier den grünen Bereich ausmaskieren und als Alpha-Output rausgeben. Ist nicht schlimm, wenn ihr das jetzt auf die Schnelle nicht nachvollziehen könnt. Das würde ich aber nicht empfehlen, denn das ist von den Einschränkungen, also von den Möglichkeiten, die man hat, sehr eingeschränkt und bietet nicht so viele Feintuning-Optionen. Und das Ergebnis kann meiner Meinung nach auch nicht mit dem richtigen Chroma-Keying mithalten. Wir gehen in Fusion und lasst euch bitte nicht abschrecken. Ich weiß, Fusion ist sehr komplex, aber das, was wir jetzt machen müssen, ist sehr einfach. Also Marker über den Clip, den wir bearbeiten wollen, platzieren. Ich habe hier mal meinen von der Intro-Sequenz reingeladen und Shift 5 drücken. Dann geht's rüber in Fusion. Hier ist unser Media In, Media Out, mehr nicht. Und was wir machen müssen, ist jetzt unseren Chroma Key hier in den Bearbeitungsprozess dazwischen ziehen.
Das geht oben über den Effektsbereich auf Tools und hier in der Kategorie Matte-Effekte gibt es verschiedene Keying-Optionen, die teilweise verschiedene Algorithmen nutzen oder verschiedene Bereiche des Bildes herauskeyen. Zum Beispiel der Luma-Keyer, der greift die Luminanz an, also die Helligkeit. Wir wollen aber ja die Farbe, also die Chrominanz herausfiltern und meiner Meinung nach ist dafür der Delta-Keyer am besten geeignet. Einmal angeklickt und schon ist er hier dazwischen. Hier rechts sind die Möglichkeiten, die es gibt. Und das sind einige. Wir müssen vieles davon aber gar nicht nutzen. Keying ist so, ja, ich würde sagen, der Bereich einfach zu lernen, schwer zu meistern. Also man kann sich hier verkünsteln, aber müssen wir heute nicht tun. Was ich mache, ist hier diese kleine Pipette klicken, rechts von Background Color. Gedrückt halten, mal rüberziehen und irgendwo im grünen Bereich fallen lassen. Wham, bam. Das war's schon. Und jetzt sind wir im Grunde genommen freigestellt. Ich gehe mal mit Shift 4 zurück. Und ja, ihr seht, sieht gar nicht mal so schlecht aus, wie ich hier freigestellt bin. Aber der Rand zum Beispiel hier, wo das Bild endet, das ist doch ein deutlicher Übergang, weil noch Schattierungen im Greenscreen vorhanden sind. Also zurück in Fusion, Shift 5 und wir machen noch ein bisschen Feintuning. Es gibt, wie gesagt, sehr viele Optionen. Ich will im Sinne des Crashkurses das aber nicht zu sehr in die Tiefe führen, denn man könnte sich im Detail verlieren und dazu wird sicherlich bei Gelegenheit nochmal ein eigenes Video geben. Es gibt aber zwei Regler, die euch sehr helfen werden, bei den allermeisten Problemen schon Land zu sehen. Zum einen hier in der ersten Kategorie ist der Gain, also die Verstärkung des Keys. Ja, ihr seht, die Schattierung fliegt jetzt zwar raus, aber es bringt das Problem mit sich, dass am Rande, am T-Shirt, schon hier das Schachbrettmuster so ein bisschen durch mein T-Shirt durchschimmert. Also ich werde selbst transparent. Das ist nicht ganz das, was ich will. Deswegen setzen wir den mal zurück. Besser für die ersten Schritte, um einen Key zu optimieren, ist meiner Meinung nach hier im dritten Tab der sogenannte Threshold. Damit könnt ihr Angriff und Verteidigung, könnte man es nennen, des Keys regulieren. Was meine ich damit? Der linke Regler regelt, wie sehr die grünen Flächen angegriffen werden. Und wenn ich den rüberziehe nach rechts, dann seht ihr wunderbar, wir verlieren mehr Schattierungen, die wollen wir ja auch raushaben. Gleichzeitig haben wir aber wieder den Effekt, dass meine Schulter transparent wird. Also müssen wir Bereiche schützen. Und das machen wir mit dem rechten Regler des Thresholds. Ich packe den mal, schiebe ihn nach links und schaut mal auf die Schulter hier. Ihr seht, sofort wird quasi der Bereich geschützt, der jetzt zu viel transparent gestellt wurde. Hier muss man ein bisschen den richtigen Weg finden, also quasi das schützen, was man schützen möchte und alles andere nicht wieder zu sehr zurückholen. Ich würde sagen, der Bereich, so wie ich es jetzt gezogen habe, ist gar nicht mal übel. Ich gehe Shift 4 zurück in den Edit-Bereich und jetzt, ja wunderbar, haben wir hier eigentlich ziemlich sauber den Rand ausgestanzt. Ich selbst bin auch sauber, ich bin nicht transparent, was mir sehr recht ist. Es sieht noch nicht super überzeugend aus, denn hier ist jetzt keinerlei Color Grading gemacht und optisch passt das noch nicht so richtig zum Hintergrund, aber für die Kürze der Zeit eigentlich schon ein sehr überzeugendes Ergebnis. Okay, ihr seht, das ist nicht wirklich Zauberei eigentlich. Und das Schöne ist, dass man technisch gesehen gar nichts Besonderes auffahren muss, um mit Chroma-Keys zu arbeiten. Also billigste Lampen können dabei helfen, den Hintergrund schön gleichmäßig und flächig auszuleuchten. Einfacher Stoff und ja simples Klebeband helfen dabei, die Sache straff zu ziehen, Falten zu vermeiden. Und diese zwei Sachen in Kombination werden euch sehr viel mehr helfen, zu einem guten Ergebnis zu kommen, als jetzt irgendwie die Investition in die perfekte Kamera. Es ist technisch schon so, dass höherwertige Aufnahmeparameter hilfreich sind, also sowohl hohe Auflösung, 4K, als auch hohe Farbauflösung, 10 Bit oder mehr, sind technisch gesehen von Vorteil beim Keyen, aber jetzt meine A7 III, die nimmt auch nur 8 Bit auf und trotzdem funktioniert es gut, weil ich einigermaßen sauber im Hintergrund gearbeitet habe. Am Ende ist die wichtigste Entscheidung sowieso die Frage, wofür man das Ganze einsetzt. Also die gestalterische Frage wieder, ne? Läuft immer darauf zurück. Nachdem ich euch jetzt so lange was über Greenscreen erzählt habe, kann ich ja zugeben, ich nutze es tatsächlich total selten. Ich versuche es sogar zu vermeiden, wo es eigentlich geht. Einfach, weil es so schwer ist, das Ganze perfekt hinzubekommen, also glaubwürdig hinzubekommen. Aber trotzdem, hier und da nutze ich es und es ist eben eine gute Möglichkeit zu haben und ab und zu Dinge zu tun, die auf keinem anderen Weg zu erreichen wären. Und ja, damit ist es ein weiteres Werkzeug für uns Filmemacher, um das zu tun, was wir lieben. Die Magie der Illusion.